Es ist Zeit für klare Ansagen oder man lebt das Leben der anderen. Guten Morgen! Du traust dich oft nicht, deine ehrlichen Gefühle deinem Partner mitzuteilen? Es gibt immer einen Rest, den du ihr oder ihm vorenthältst? Da ist immer etwas, was Angst vor Streit hat? Dann bist du wohl wie sehr viele Menschen harmoniesüchtig. Doch von was für einer Harmonie reden wir denn da? Es gibt keinen Streit, also ist Harmonie. Harmonie, so wie ich sie lebe, ist, dass ich frei schwingen kann, dass ich offen und ehrlich im Geiste beseelt von der Liebe zu allem, was mich umgibt, strahle und bin. Nicht ich bin, sondern bin im Sinne von Sein. Denn das Ich ist einerseits eine klar abgesteckte physische Form und andererseits eben auch eine Charakterisierung meiner Vergangenheit, meiner Erfahrungen. Wenn du Lust hast, perverse Rollenspiele in dein Leben zu integrieren, dann wirst du oft aus Angst vor Zurückweisung nicht offen darüber reden, weil der Gegenüber das Bild deiner Vergangenheit vor Augen hat, wo du eben vielleicht noch nicht pervers warst oder das nicht probieren wolltest. Aber du hast in dem Moment Lust, pervers zu sein. Ne? Und dann bist du konfrontiert mit dem vergangenen Du, also einem Ich, das wie dich die anderen Menschen aufgrund deiner Vergangenheit eingeordnet haben. In diesem Moment. Wenn du dann schweigst, dann lebst du das Leben einer anderen Person. Ne? Eines Ichs, was gar nicht mehr existent ist, was in dem Moment überhaupt nicht existiert. Du lebst das Leben eines anderen. Wie kann das Harmonie sein? Das ist doch eine ganz klar erkennbare Diskrepanz von dem, wie oder was du tatsächlich bist und dem, wie du wahrgenommen wirst. In dem Moment, wo du schweigst, wenn du deine Energie keinen Ausdruck verleihst, dann passiert nichts. Dann passiert gar nichts. Der eine mag das vielleicht als angenehm empfinden. Ne? Wenn du schweigst, niemand sagt was, ne? Kein Streit, nichts Lautes. Da passiert einfach nichts. Aber das ist keine Harmonie. Das ist eine Illusion. Da ist etwas, was wir aus Filmen und Medien als Harmonie kennengelernt haben. Das ist da. Dümmlich grinsende Schauspieler, übertrieben affektierte Selbsthilfegurus oder realitätsfremde Träumer, die darauf angewiesen sind, schnell und einfach dem Zuschauer eine Art kurzfristige Zufriedenheit zu generieren. Aber Harmonie ist Schwingung und damit auch dynamisch. Harmonie kann kein fixer Zustand sein, der beliebig reproduziert werden kann. Wer schweigt, wer still die Nägel in den Tisch bohrt und auf seine Zunge beißt, der schwingt nicht und vor allem führt diese Fixierung des Zustandes, also dass nichts passiert, dass alles harmonisch ist, dazu, dass die Schwingungen, die ja da sind, ne, dann nach innen gerichtet Schaden an dir und in dir anrichten. Sie zerstören deine Selbstliebe, denn wie kann man sich selbst lieben, wenn man das Selbst sich nicht entfalten lässt? Man liebt einen Zustand, den man unter dem Begriff Harmonie kennengelernt hat. Und nicht nur die Selbstliebe wird durch diese Harmoniesucht angegriffen, sondern auch die Beziehung mit dem Menschen, mit dem man Harmonie leben will. Die eigenen Bedürfnisse, Gedanken und Gefühle hinten anzustellen, das führt früher oder später entweder zu einer Eskalation, wo die Schwingungen dann mit einem gewaltigen Knall ausbrechen, oder sie führen dazu, dass man den anderen Menschen, den man liebt, die Verantwortung dafür gibt. Nach dem Motto, weil du damit nicht umgehen könntest und ich deshalb schweige, bist du auch verantwortlich dafür, dass ich nichts sagen kann. Ich mache das ja für uns. Man zerstört mit dieser Harmoniesucht, also die Liebe zu sich selber und die Liebe zu seinem Partner. Offenheit und Ehrlichkeit, das sind die Eckpfeiler wahrer Harmonie. Ja, manchmal tut es weh, aber Harmonie schwingt nach oben und nach unten. Ne? Harmonie ist Dynamik. Ne? Harmonie ist nicht Ruhe oder Stille. Harmonie ist Dynamik. Und man schwingt in guten wie in schlechten Zeiten. Und wer nicht zu 100% offen und ehrlich mit dem Partner ist, der wird keine Harmonie erzeugen. Und die Harmoniesucht, unter der man zu leiden glaubt, ist in Wahrheit eine von der Gesellschaft indoktrinierte Stillhaltepolitik.
Das hat nichts mit einem glücklichen oder mit einem harmonischen Leben zu tun. Harmonie bedeutet Aufrichtigkeit, Integrität und Respekt in Liebe zu sich und auch zu anderen. Also wenn ihr schwingt, wenn ihr denkt, wenn ihr fühlt, dann lasst dieses raus, lasst es schwingen. Egal wie das Umfeld reagiert, lebt offen und findet euren Weg im Strudel der Entwicklung und Erfahrung in eurem Leben. Nur so findet ihr zu wirklicher Harmonie.